Moin Moin, und da sind wir wieder zurück. Auf geht's, Kaudekos, endlich mal eins überzubraten. Auf ihn. Genau. Logan ist unterwegs. Ah, die Gräfin. Wie läuft es bei uns? Gestoppt von einer weiteren abgesperrten Tür. Könntet ihr nochmal euren Fußschlüssel einsetzen, Kommandeur? Aber wir können auch mit hier... Wie du möchtest. Hat beides seine Vor- und Nachteile. Okay. Was soll das denn heißen, ey? machen wir nicht unbedingt die Eintret-Variante. Mal sehen, was das andere ist. Ich kann vermutlich etwas weniger auffällig erledigen. Aber der Fußschlüssel ist so befriedigend. Du bist eine sehr aggressive Pflanze geworden, weißt du das? Jetzt kommen echt keine Gegner. Wenn du eintrittst, dann kommt aus allen Räumen gleich alles hier an. Da sind gleich Gegner rechts hier. Ja. Rechts? Tatsächlich da. Was kann ich hier denn interagieren? Ah, hier ist noch ein Brief. Brief auf dem Tisch. Gibt aber auch viele. Es kommen noch ganz viele. Vater, habt ihr es versprochen. Ihr habt versprochen, es würde keine Geheimnisse mehr zwischen uns geben. Wie erklärt ihr dann bitte, was ich im Keller gefunden habe? Die Waffen, diese zwielichtig aussehenden Grobiane. Und diese Brief von Mutter, was hatte sie erfahren, dass sie solche Sachen geschrieben hat? Ist sie deshalb fortgegangen? Wenn ihr sie nicht verjagt hättet, dann hätten die Banditen sie nie gekriegt und sie wäre noch am Leben. Bei den sechs Göttern, ich bin nicht einmal sicher, dass es die Banditen waren, die sie umgebracht haben. Wart ihr es? Ist das der Grund, dass London sie gefunden hat? Habt ihr von Anfang an dahinter gesteckt, Vater? Ich gehe. Diesmal für immer. Ich kenne Leute, die mich von einem Ungeheuer wie euch beschützen können. Vor allem, was ihr seid. Vor allem, was ihr getan habt. Ihr werdet nie wieder wehtun. Demi. Ja, die hatten... Demi. Ja, die hatten ein gutes Verhältnis zu ihrem Vater. So, wir müssen wahrscheinlich hier lang. Kann man die Türen? Die kann man öffnen. Ja. Ja, ob das gut ist, ist eine andere Frage. Na, wenn die Briefe haben willst, schon. Ja. Das war auch mein Gedanke und dann habe ich nicht mehr weitergedacht. Das ist quasi der Lootfinger. So, gibt es hier drin einen Brief? Nö, nö, nö. Dann. Ja, da geht's nicht durch. Sesam, öffne dich. Echten Schaden anzurichten. Noch nicht. So, hier sehe ich aber einen Brief. Minister Kadekos, allmählich kommen wir etwas weiter. Diese unflätigen Jackdaws behaupten, dass sie Demi hatten. Aber als wir das Mädchen befreien wollten, hatten sie schon jemand mit ihr davon gemacht. Wir fanden einen der Piraten, einen Kerl namens Kuddel. Er stank nach Grog und war sturzbetrunken. Ich weiß nicht, wie verlässlich seine Aussagen sind, aber er erwähnte noch einen Char und einen anderen Piraten, den er nicht kannte. Ich nehme also an, sie hat Helfer. Es sieht aus, als wären sie unterwegs nach Löwenstein. Sofern diese Verfolgungszauber nicht nachlässt, werde ich weiter berichten, wo sie sich gerade befinden. Kommandeur London. So, da hat er also immer ein wachsames Auge. Also wir können hier jetzt reinlaufen oder wir laufen erstmal diesen Flügel ab. Dann erstmal den Flügel, würde ich sagen. Okay. Was ist noch eine Tür? Ich bin reich, wisst ihr. Die
Mesmerin vergnügt sich hier mit dem Fürsten. Ich kann sagen, wobei haben wir die denn nicht stört. Der ist jetzt tot, oder was? Der sterben. Tja, so kann das gehen. Könnt noch hier durch direkt? Ja. Wenn ich das richtig sehe. Ich sehe nix. So, ich glaube, das war's aber gerade hier drin. Jo. So, wieder Brief war hier. Nö. Das ist nix. Dann war das ein sinnloser Flügel. Verarsche hier. Naja. Runter irgendwie, ne? Später. So, Keller, ne? Oder nicht? So. Oh. Wer ist das? Jemand, der sich für meine verschwundene Tochter ausgibt? Überall nur Verräter um mich. Angriff. Ihr seht aus wie Demi, aber ihr könnt es nicht sein. Sie ist tot. Sie ist an dem Tag gestorben, an dem sie mich verraten hat. Genau wie ihre hinterlistige Mutter, die ich um die Ecke bringen Über euch ist ein Kronleuchter. Vater! Den könnt ihr nachher runterschießen, wenn er runterspielt. So. Was ist eigentlich da hinten, diese Fürstin? Wie? Ja, im Augenblick noch gar nicht. Okay. Treibt ihn unter den Kronleuchter, ob wir den guten Minister nicht etwas erleuchten können. Versperrt. Warum ist der Kronleuchter versperrt? Oh. Jetzt steht auch nicht mehr drunter, aber. Auf die Beine. Valette, bitte! Ihr müsst einsehen, dass es nun sinnlos ist. Es ist vorbei! Seid still! Sie gehört mir! Sie würde Papa niemals. Also den Kronleuchter bringt nichts, da kommt immer versperrt. Ja, jetzt ist er ja auch gar nicht da. Nein! Ach Gott, ey. Komm schon! Steht wieder, steht's wieder. So, jetzt hätte das doch, soll das doch eigentlich klappen. Steht zwar halbwegs drunter. Nee, anscheinend nicht genügend. Kannst du nicht aus, kannst du nicht auslösen? Nö. Oh Gott, das Rumteleportiere hier ist furchtbar. Oh, aber ich kann das in Ordnung bringen. Wir werden es noch einmal versuchen. Ihr und eure Mutter. Ich werde euch beide in dem Nebel treffen. Nein! Wir werden wieder eine Familie sein. Und natürlich, er flüchtet. Demi! No. Vater, wie? Bitte! Bitte nicht! Valette! Halt oh, scheiße, jetzt hat das Video leider nicht aufgenommen. Gehauen. Das Ding ist massiv. Es war... Er meinte, Greiter würde... Es tut mir leid. Es tut mir leid, Demi. Lasst ihn keine weiteren Leben vergiften. Tretet weg von ihr, Verräter! Ihr seid für dieses Chaos verantwortlich und Caudecus ist verschwunden. Gräfin, was... Demi? Ich wollte nicht... Ich kann euch zu ihm bringen. Ich werde euch zu diesem Monster führen, damit ihr ihn erledigen könnt. Damit wir ihn erledigen können. Und dann verratet ihr uns während des Kampfs? Sehe ich aus wie eine Idiotin? Ich will nur diese Klatte zu Ende führen. Dann werde ich jedes Schicksal akzeptieren, das ihr für angemessen haltet. Anis, ihr meintet, Caudecus wäre unser Ziel. So sei es. Logan, bleibt ihr bei ihr? Natürlich. Die Seraphen haben den Rest des Anwesens gesichert. Ich werde sehen, ob ich einen Sanitäter finden kann. Er ist in einer Unterkammer unter uns. Dort hat er Blutstein gelagert. Wir müssen also vorsichtig sein. Also man könnte jetzt die beiden oberen Flügel gleich mal säubern oder man könnte direkt runtergehen. Nö, das machen wir. Erstmal hoch.
Gehen wir hier hoch mal. Stimmt. Wir wollen ja noch nach Briefchen schauen. Da rein, nee, ne? Nee. Nee. Na, die Türen sind. Kann man öffnen. Guck, guck. Jemand da? Ein Brief ist da. Ah, da. Oh, hier ist auch ein Feind. Zeit, echten Schaden anzurichten. Oh, ich lasse euch da mal machen. Codecus, ich habe erfahren, dass ich in den nächsten Tagen wegen Verrats vor Gericht gestellt werden soll. Ihr müsst schnell handeln. Lasst eure Beziehungen spielen und macht, dass das aufhört. Ich will ganz deutlich sagen, wenn ich untergehe, reiße ich euch mit hinab. Habt ihr verstanden? Minister Zamon. Ja, den haben sie also wahrscheinlich bekommen. So, die andere Seite geht auch auf. Auch mit ein paar Gegnern. So, einen Brief kann ich hier aber nicht sehen. Auch hier. Hier auf dem Tisch. Oh. Auf dem Sofa ist das ja, hier. Ja. Justitiar Codecus, ich teile eure Beunruhigung über die plötzliche Frömmigkeit von Beichtmutter Estelle. Der weiße Mantel ist zu höherem Berufen, als irgendeinem gewesenen Gott zu dienen. Man sagte mir, ihr würdet unseren Orden gerne eine neue Richtung geben. Seid versichert, wenn der Augenblick gekommen ist, könnt ihr auf die Unterstützung meiner Truppen in Maguma zählen. Justitiar Bauer. So, links, immer da. Ja. Staatsfeindlicher Minister werden einfach exekutiert. Und weg. So, auch hier ist ein Brief. Bin ich nicht einfach unschlagbar? Minister, in Anbetracht neuer Beweise, die durch Hauptmann Logan Thackeray von den Seraphen bestätigt wurden, gebe ich hiermit bekannt, dass die Anschuldigungen gegen Minister Arton in Bezug auf den tragischen Verlust der Falcon Company gefallen gelassen wurden. Das Beweismaterial legt nahe, dass Arton von Feinden der Krone bewusst verleumdet wurde. Die gründliche Untersuchung der Angelegenheit ist derzeit noch nicht abgeschlossen. Wir haben jedoch vor, die Täter zu verfolgen und sie zur Rechenschaft zu ziehen. Zu eurer Erinnerung, jeder, der mit Feinden Krüters gemeinsame Sache macht, wird ebenso unverzüglich wie schwer bestraft werden. Königin Jenna. Hierher! Na dann. So, hier jemand da? Nö. Nö. Briefchen. Brief, nö. Dann treten wir halt diese Türen ein. Hier ist ein Brief. Jo. Minister, offenbar hat der Zirkusdirektor versagt und dabei ist ihm auch noch der schwebende Ratzkreisel abhanden gekommen. Ich nehme an, ihr hattet recht. Es ist wirklich eine direkte Methode nötig. Ich treffe schon mal Vorbereitung für unseren Gast. Bei Adelberns Bad. Wir werden die Schar von unserem Land tilgen. Usulan. Na, kleiner Saboteur. Der hat hier sehr interessante. Boah. Ich bin bereit. Ja, die Schützen sind heiß, ne? Oh ja. So, sonst ist aber nichts hier. Nö. Dann. Sind wir hier durch? Andere genau, Seite. Genau, andere Seite. Frage ist halt, ob wir da oben noch was haben, also auf der Empore im Mittelraum. Ah, das können wir gleich nochmal schauen. Hier ist nix. Oder? Nee. Doch, hier hinten. Hier. Ja. Okay, zuerst die. Jemand da? Jemand da? Nee, nur ein Brief. Hier ist und Dame Glycinia Schnurringsen. Da kann man mal versuchen, ob die das Futter haben will. Ob sie Mokka auch will? Nee, die hat nichts, was ich dabei habe. Mokka habe ich aber auch gar nicht dabei. Ja, okay. Gott, was für ein böses Kettchen. Ja, aber irgendwie sieht schon heiß aus. Ja.
Blutstein verrückt, ja. Justitiar, nachdem ihr die Verantwortlichen für den feigen Überfall auf unsere Siedlung geopfert habt, bin ich bereit, noch einmal über euren Vorschlag nachzudenken. Obwohl ich immer noch skeptisch bin in Bezug auf euren weißen Mantel und einige eurer Pläne für den Fall, dass ihr wieder über Krüter herrschen würdet, gebe ich euch doch den Punkt recht, dass die Zeit zum Handeln gekommen ist. Ihr sagt, ihr könntet meinen Truppen den Weg nach Götterfels ebnen. Ich sende daher heute Abend bei Sonnenuntergang einen meiner hohen Weisen mit einem Trupp aus. Könnt ihr euer Wort halten, so habt ihr euer mein Vertrauen verdient. Ulgoth, der mächtige Kriegskönig von Mortnir. Ah ja. Warum bist du in Geisterform? Wer? Ja, ich? Sascha. Du, ich habe hier so eine App, ja, denkst, glaube ich. Nee, das andere. Ah, okay. Hier ist kein Brief, nö. Kuckuck, hallo. So, nee, da ist doch noch einer. Toll, der muss sich hier mit Jahrmarkt-Muskelmännern abgeben. Der Cordecus hat es auch nicht leicht. So, aber einen Brief sehe ich hier nicht. Ja, auch nicht? Nö. Oh, Elementare. Geil, ne? Hilft mir jemand? Wieder auf den Beinen. Dank euch. Hier ist auch nix. Nö. So, zwei Türen sind noch da. Deine Chance zu sterben, da hast du vollkommen recht, Junge. Echten Schaden anzurichten. Noch nicht. Mein Band. Ja, ein Brief war hier. Ja. Ja. Kurz. Da ist er. So. Ich neige im Allgemeinen dazu, anonymen Briefen nicht zu trauen. Doch diese Nachricht schicke ich mit eurem Vogel zurück, weil das, was ihr schreibt, von solcher Tragweite ist. Wenn das stimmt, was ihr über einen geplanten Attentat und die Identität des Beichtvaters des Weißen Mantels sagt, kann ich es nicht leisten, untätig zu bleiben. So viel dazu. Nun will ich euch dieselbe Warnung aussprechen, die ich allen neuen Informanten mit auf den Weg gebe. Ich mag es nicht, wenn man mit mir spielt. Wir werden das Ziel beobachten, um zu sehen, ob es tatsächlich zu diesem Attentatversuch kommt. Falls dem so ist, werde ich überlegen, ob der Rest eurer Behauptungen wahr sein könnte. Falls nicht, werde ich mich gezwungen sehen, zu zeigen, wie ernst ich solche Angelegenheiten nehme. E. Wer ist E? Ja, E gab es auch schon in der Living World Staffel 2. Weiß aber, es kam in die... Oh, ja. Ja, komme ich jetzt aber trotzdem nicht drauf. Nee, ich auch nicht. Es ist, glaube ich, auch noch nicht aufgeklärt worden. Das beruhigt mich ein bisschen. Also ich weiß auch, wie vergesslich ich bin. Ich werde euch recht. So, und hier gibt es auch gleich einen Brief. Justitiar Cordecus, die Ungesehenen meinen, es geht mit uns... Was? Die Ungesehenen meinen, es gut mit uns, so. Nach jahrelanger Suche hat Hochinquisitor Xera einen Hinweis auf den Zufluchtsort unseres verletzten Gottes Lazarus entdeckt. Offenbar wurde Lazarus durch den Verrat von Justitiar Navid vor mehr als 200 Jahren gezwungen, sich wieder in einzelne Aspekte aufzuspalten, um die Verderbnis einzudämmen. Er ließ diese Aspekte in Artefakte einfließen und versteckte sie im Maguma-Dschungel und an heilige Stätten unseres Ordens. Und nun ist es unsere Aufgabe, diese Aspekte wieder einzusammeln. In ihrer Abwesenheit und in Anbetracht
eurer Leistung bei der Diskreditierung der Hochstaplerin auf dem Thron von Kryta ernenne ich euch zum Vizekommandeur des Weißen Mantels. Enttäuscht mich nicht. Beichtmutter Estelle. So. Na. So, sind wir hier oben durch, denke ich. Genau. Dann werfen wir noch einen kleinen Blick hier da über die Empore. Ob hier irgendwas liegt, was interessant ist, also die Seite nicht. Die andere Seite auch nicht. Okay, bevor wir aber durchs Portal gehen, sage ich, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis denn, Leute. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao. Tschüss.